Peace, Freunde, bevor das eigentliche Video anfängt, wir werden gleich das Dokument vom neuen Transforming Vegeta machen, aber auch quasi in dem Video, was ihr gleich sehen werdet, habe ich den neuesten in Super Vegeta genutzt, weil ich ihn auf JP ziehen konnte, habe noch zudem einen Tech Super Saiyan Vegeta genutzt im Team, der aus dem Metal Cooler Film, und beide Charaktere linken sich in jedem Link-Skill mit dem neuen Transforming Vegeta. Die Sache ist die, eigentlich kann man den Tech Super Saiyan Vegeta nicht in dem Team mit dem Transforming Vegeta spielen, weil der Transforming Vegeta auch Super Saiyan Vegeta im Namen hat. Aber mein Team sah da ein wenig anders aus und warum es dennoch ging, werdet ihr gleich sehen. Ich wollte es nur ganz kurz anmerken, weil es mir beim Editieren so vorkam, als hätte ich das gar nicht auf dem Schirm oder vergessen gehabt. Nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich da quasi so ein bisschen verwundert rede oder ein bisschen so neben der Spur bin. Genau, und so viel dazu im Endeffekt. Viel Spaß jetzt im eigentlichen Video. Was geht ab, meine Z-Fighter aus der Region? Heute mit dem neuesten Dokument vom neuen Transforming Vegeta. Lasst uns erstmal die Informationen und Details zu dem neuesten Dokument uns ansehen und dann werden wir Vegeta gegen Vegeta klatschen lassen. Was meine ich damit? Sage ich euch gleich, Freunde, zeige ich euch gleich. Jedenfalls die Infos und Details, wir haben ein neues Dokument, ein neues Stage. Sie hat Super 2 Schwierigkeitsstufen, Super 2 droppen die neuen Medaillen 7 Mal. Und zwar ist es aber folgendermaßen, auf Phase 5 von Super 2 kann man Vegeta weder sealen noch stunnen und Vegetas Dokument hat keine Schwäche. Damit meine ich, es gibt keine Charaktere, keine Link-Skills, die sehr effektiven Schaden gegen Vegeta machen oder seine Damage Reduction annullieren, sage ich mal, oder ignorieren. Aber auf der anderen Seite kämpfen wir nur gegen einen Typus von Phase 1 bis 5 auf Super 2. Bei Zihard kommt ihr nur bis Phase 4, aber Super 2, wie gesagt, Schwierigkeitsstufe geht es von Phase 1 bis 5 und da kämpfen wir nur gegen den Super Physisch Teil, gegen den neuen Vegeta. Heißt, es wäre gut, wenn ihr Strength-Charaktere mitnehmt. Sei es ein Extreme Strength Team euch baut oder ein Super Strength Team oder in euren Teams, sei es Heroes, Villains oder in euren Kategorie Teams, mehrere Strength Charaktere mitnimmt, dann habt ihr einen Typenvorteil. Ich weiß, viele von euch haben wahrscheinlich so oder so ein sehr gutes Team, sei es ein Kategorie Team oder an sich ein richtig gutes Team einfach. Ihr werdet kaum Probleme mit dem Event haben. Aber ich wollte es einfach mal nochmal wiederholt haben. Vielleicht für die Newcomer, manche, die neu am Start sind. Denn wenn ihr auf solche kleinen Gegebenheiten achtet bei Dokken Events, in dem Fall, dass wir quasi nur gegen physische Charaktere kämpfen und ihr dann nur Strength, ob jetzt oder überwiegend Strength Charaktere mitnimmt, dann habt ihr einfach den Typenvorteil. Dann wird es euch einfacher fallen, das Event zu schaffen, sage ich mal. Das ist so kleine Sache, Freunde. Bei jedem Dokken Event ist es anders. Wenn ihr auf so Kleinigkeiten achtet, dann habt ihr quasi den Vorteil einfach, sage ich mal. Wollte ich nur mal so wiederholen. Jedenfalls, den neuen Vegeta, ihr braucht 7 Sitzmedaillen, um ihn zu awaken. Wir haben ihn in den letzten Tagen detailreich uns angesehen. Diesen Vegeta hier, für ihn braucht ihr 35 Medaillen. Nach seinem Awakening wird er zu Super Vegeta. Er ist wirklich sehr gut. Nicht nur, dass er sich mit jedem Link-Skill mit dem neuen Vegeta linkt, sondern er hat konstant auf den Angriff und auf die Verteidigung 80% und bekommt zusätzlich bis zu 120% weitere Attack und Death, abhängig von der HP. Dabei, je höher die HP ist, je höher ist dieser Boost. Also wenn ihr volle HP habt, sind es zusätzlich 120% Attack und Death. Und er kann garantiert critten, wenn er gegen Android-Charaktere kämpft. Und zudem, wenn er einen Super Attack startet, erhöht er seinen Angriff greatly für eine Runde. Also er ist wirklich gut und ihn sollte man nicht unterschätzen. Und den kann man auf jeden Fall mit dem neuen Vegeta in einer Rotation spielen. Ganz noch kurz noch, bevor wir in das Event springen. Ihr merkt es, beide Vegeta, wenn sie droppen, sind in der Base-Form und es gibt gewisse farmbare SAs für die Vegetas. Unter anderem gibt es aktuell auf Global das Prime Battle. Auf Stage 1 droppt ihr der Prime Battle Vegeta. Wenn ihr ihn auf die UR-Version bringt, dann gibt einer von ihnen jeweils 100% auf die SA von den neuen Vegeta. Heißt, an der Stelle hat er dort eine farmbare SA. Er hat aber auch jeden Montag zu den AGL-Tagen gibt es ein AGL-Strike-Vegeta, Super-Strike-Vegeta, oder ja, wie man die Charaktere auch nennen will. Jedenfalls auf dieser Stage, auf Stage 1 auf der Schwierigkeitsstufe Zihard, droppt immer garantiert ein SR-Vegeta. Wenn ihr diesen SR-Vegeta auf SSR bringt, dann gibt er 50% jeweils für die SA. Wenn ihr ihn aber dann Dokken Awake zu diesem Vegeta, dann gibt er 100%. Ob so oder so, Freunde, braucht ihr im Endeffekt natürlich, wenn ihr einen Vegeta von SA1 auf 10 bringen wollt, 9 Base vom Vegeta, 9 andere Base vom Vegeta. Wenn sie jeweils 100% geben, dann braucht ihr 9. Wenn sie 50% geben oder ihr mit 50% Charakteren da an die Sache reingeht, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass es so schnell wie möglich geht. Apropos 50% Charaktere, auf diesem Event hier droppt auch auf Stage für einen Base vom Vegeta. Wenn ihr ihn auf SSR bringt, gibt er 50%, aber ihr dürft ihn nicht Dokken Awaken, weil sonst ändert er seinen Namen. Und dann, wenn ihr quasi natürlich noch in der letzten Zeit oder das, als das Dragon Ball Super Story Event live war, noch Überschüsse von dem Tech-Base von Vegeta und ihn auf UR bringt, gibt einer jeweils auch 100% auf die SA der neuen beiden Vegeta oder auch an sich für jeden anderen Base von Vegeta.
Nur mal so zur Wiederholung, die Infos und Details und dann natürlich noch die farmbare SA für die Base von Vegeta an sich. Wir springen aber rüber auf die japanische Version, denn auf die japanische Version, das meinte ich, lassen wir Vegeta gegen Vegeta klatschen. Hier habe ich ja super Vegeta gezogen und dementsprechend gucken wir mal, wie der Boy sich in seinem Dokument macht, beziehungsweise im Dokument gegen den physisch Vegeta und einfach mal, ich habe Bock auf ihn, ich nehme ihn mit. Außerhalb davon habt ihr das gesehen, das Team, ich habe einfach mal Charaktere mitgenommen, auf die ich Bock hatte, weil zum Beispiel der Tech Super Saiyan Vegeta, den hatte ich auch oft in der ich glaube, der hat bei mir zwei Dupes richtig und ich habe den kaum benutzt, ich habe den wirklich selten benutzt und ich dachte mir, ey, ich nehme den mal mit. Zum einen hatte ich Lust auf ihn, zum anderen ist er ein guter Charakter, er kam damals mit AGM Metal Cooler, heißt auch für Global wird er noch kommen. Er hat auf den Angriff konstant Attack mit 100%. Bekommt zusätzlich dann, wenn die HP 80% und drunter sind, Ki plus 2 Attack und Ki plus 2 und auf den Angriff 20%, richtig. Und dann zusätzlich noch, wenn die HP 50% und drunter sind, dann bekommt er nochmal zusätzlich Ki plus 2 und auf den Angriff 50%. Also so schlecht ist er nicht, wie ihr das seht. Aber das Geniale an ihm ist auch sein Linkskill-Setup. Warum? Denn sowohl er als auch der Super Vegeta linken sich mit jedem Linkskill mit dem Super Saiyan Vegeta. Gerade wollte ich sagen, weil ich kurz verwirrt, warte mal, die linken sich nicht. Ja, Logo, weil in der Stufe haben sie denselben Namen. Deswegen, Freunde, aber dieser Vegeta auch. Beispielsweise werde ich das Ganze so machen, wo ich das andere Super Vegeta, Super Vegeta ist in einer anderen Rotation. Dann haue ich mal den Transform Vegeta raus und lasse den hier mal drin, weil ich will den Transform Vegeta mit dem Super Vegeta inspielen und ja, und Broly in der anderen Rotation, die beiden Broly, sage ich mal. Aber wie gesagt, diese Tech-Vegeta nicht unterschätzen, er ist wirklich sehr, sehr gut. Er linkt sich mit jedem Linkskill von Stufe, in dem Fall mit dem Physisch-Vegeta dann von 2, Transformation 2 und 3. Also wenn er physisch in Super-Vegeta geht und Super Saiyan 2, teilen sich jeden Linkskill. Vorteil von dem Super-Vegeta ist, der Int, er heißt von sich aus Super-Vegeta, heißt, er linkt sich von Anfang an, also über 3 Stufen hinweg. Indem der physisch Super Saiyan ist, Super-Vegeta. Super-Vegeta linken sie sich dennoch, auch wenn beide denselben Namen haben, aber das liegt an der Transformationsmechanik, weil der Charakter sich transformiert hat. Das ist so im Spiel, das werden wir dann auch quasi sehen. Und genau, den haben wir rausgehauen. Jetzt lassen wir ihn mal hier drin, weil die Sache mit dem ist, je mehr HP wir haben, desto... Je mehr HP wir haben, desto höher ist er sein Additional Boost. Und ich bin gespannt, wenn die in die Rotation kommen, was auf dem Radar stehen wird bei beiden Charakteren. Ich bin auf jeden Fall darauf gespannt. Jetzt merken wir uns mal 1 Million. Dann, wenn wir ihn wieder drin haben mit dem anderen Vegeta, ist wieder Linkskill gedeckt. Dann werden wir sehen, was so Linkskills ausmachen, weil hier hat er nur 4 Battle von Thales. Und, oh, wir bekommen eine Super-Attack. Was tankt der Typen-Nachteil? Oh, der hat das gut getankt, um ehrlich zu sein. Gar nicht mal so schlecht. Und, genau, darauf bin ich auf jeden Fall auch drauf gespannt. Ansonsten, Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt gefallen hat, oder besser gesagt, im Endeffekt angefällt, dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wenn ihr neu seid, Freunde, dürft ihr auch gerne auf den Abo-Button klicken. Broly haut ja alles links und rechts weg. Und das Ganze unterstützen, wenn es euch gefällt. Wie gesagt, jede Unterstützung zählt. Und über jede bin ich auf jeden Fall dankbar. Und vielen Dank für den ganzen Support, Freunde. So, und zwar, ja, Broly habe ich rausgeholt, oder? Ich will diese beiden Broly in Rotation bringen. Den Super Saiyan Vegeta haue ich auch mal raus, weil das werden wir dann sehen. Der links auch mit jedem Linkskill, aber natürlich nicht, wenn der physische auch Super Saiyan heißt. Warum nicht? Weil er sich dann noch nicht transformiert, wie ich es vorhin erklärt habe. Aber den Charakter sollte mich unterschätzen. Das Geile ist, der Super Vegeta, er will so viel HP wie möglich. Shit, gerade wo ich es sage, wollte ich eigentlich mich healen oder Ghost Ash aktivieren, dass sie dann die volle HP haben für ihn. Aber egal, die hauen das eh weg, Ja, wir haben zwar nicht die volle HP, aber egal, wir werden auf jeden Fall dennoch gut was sehen. Ja, das Witzige ist, der Super Vegeta Ins, er will so viel HP wie es geht und der Tech weniger, also beziehungsweise 50% und drunter. Dann bekommt er seinen ganzen Pass. Oh, die Jungs hauen links und rechts alles weg. Wir sind in der Gottform und jetzt, Freunde. Oh, zum einen geht er in Super... Das sieht so komisch aus, Mann. Wer auch immer das gemacht hat, das sieht einfach nur komisch aus. Und jetzt, ihr seht es, obwohl sie denselben Namen haben, haben sie sich gelinkt. Schaut mal so, wenn wir sie auseinanderhalten, 141.000, 152.000 der Int. Jetzt bringen sie mal zusammen und dann werdet ihr sehen, das geht auf knapp 200.000 hoch, Freunde. Sie linken sich mit jedem Linkskin. Das ist gestört. Und beide Charaktere sind zudem noch sehr, sehr gut. Jetzt haben wir leider nicht volle HP, heißt, was auf Radar gleich steht, wäre noch höher. 1,4, es wäre auf jeden Fall noch viel, viel höher, Freunde. Ich werde mal drauf aufpassen, dass wir dann das nächste Mal volle HP haben und dann reinkommen. Weil ich würde gerne sehen, wie das aussieht. Aber da haben wir Thales nicht drin. Egal, nicht schlimm. Der Boy kam auf 1,7. Das ist der Friend. Der hat keine Noobs. Und ja, jeden Linkskill, Freunde. Die Rotation kann man auf jeden Fall spielen. Ihr seht es. Beide Charaktere sind wirklich coole Charaktere. Sie haben an der Stelle Prepare for Battle. Ki plus 2. Royal Lineage Ki plus 1. Golden Warrior Ki plus 1. Auf die Verteidigung des Gegners 2000 minus. Und dann wird es gestört. Super Saiyan.
Prodigies, Same Pride, also Super Saiyan 10%, Prodigies 10%, Same Pride 15% und Fierce Battle 15%. Und das von Stufe 1, also wenn der Physische in Super Saiyan ist, Super Vegeta und Super Saiyan 2. Und deswegen ist dieser Physische Vegeta auch so gut. Deswegen solltet ihr ihn nicht unterschätzen, das habe ich abermals gesagt. Den können wir... Ja, weißt du was, den hauen wir raus. Ich wollte ja Full HP reingehen, richtig. Und dann habe ich Ghost Asher dabei, damit ich das mal ganz normal sehe. Ich glaube, ich habe... Nö, habe ich nicht. Aber ich mache zwar mein Ding King Yammer. Damit kommen wir auch so gut wie keinen Schaden. Das sollte auf jeden Fall passen. Oder einmal reicht sogar. Komm, einmal reicht. Und genau. Und die Vegeta, die beiden neuen Vegeta, beziehungsweise, wenn ich, lass mich das richtig sagen, ich weiß aber gerade nicht, ob ich mich wiederhole oder nicht. Den Tech-Vegeta habe ich damals übertrieben gefeiert wegen seinem Link-Skill-Setup, weil er hat genau dieselben Link-Skill-Setups und meiner Meinung nach war das für einen Vegeta das beste Link-Skill-Setup. Beziehungsweise, um es richtig zu sagen, ich finde das Link-Skill-Setup von dem vierfachen Vegeta auch richtig gut, weil er noch Saint Raw hat. Um es richtig zu sagen, für andere Vegetas hatte der Tech meiner Meinung nach ein sehr gutes Link-Skill-Setup als Partner oder Rotationscharakter, weil die meisten Vegetas haben entweder oder. Sie haben entweder Saint Pride oder Prodigies oder Saint Raw. Und der Dude hat halt Prodigies, Saint Pride und Super Saint. Und deswegen finde ich die ganze Vegetas so gut. Und jetzt, Freunde, jetzt, bam! Was für eine geile Rotation. Wir haben Super Saint, Super Saint 2 und wir haben Super Vegeta. Aber wir lassen mal Super Vegeta ganz links. Wir haben jetzt volle HP, jetzt bin ich auf sein Ding gespannt, auf seinen Angriffswert, auf dem Radar. Wir haben ohne Thales, jetzt bin ich mal gespannt, was da drauf kommt. Wir hatten 1-4 mit Thales, Freunde. Was kommt? Oh, wir bekommen eine Super Attack. Typennachteil, wird das gut tanken? Die Super Attack ist, by the way, die sollte von Fighters sein. Fighters, oh, hat er gut Schaden bekommen. Von Fighters ist sie genauso. 1,3 aufgerundet, heißt mit Thales in der Rota. Was schätze ich? 1,6, so sollte er kommen ohne Dupe, sag ich mal, vorsichtig ausgedrückt. Aber cool, cool, ihr seht es, wirkt sehr gut, 1,6 aufgerundet der. Also die zwei Rotationen, die Essay finde ich by the way cool, um ehrlich zu sein, also so schlecht ist sie nicht. Die beiden Rotationen, Freunde, ihr seht, läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ansonsten, ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde, mir geht echt gut getroffen, um ehrlich zu sein. Das haben die gut gemacht, finde ich. Weil die Sache ist die, den spielst du halt legit, den kannst du, wegen den neuen eben. Was heißt wegen den neuen, doch wegen Super Vegeta zum Beispiel, wenn ihr beide habt, dann könnt ihr die in Rotation spielen und die andere könnt ihr auch mit euren LS schmücken oder so, eine andere sehr gute Rotation machen. Im Endeffekt, weil mit, ich will nicht sagen bei jedem, aber oft kommt es mal vor, dass man die Leader eigentlich nicht rausrotiert, weil die anderen Rotationen zu gut sind, also wirklich viel zu gut sind und deswegen tust du die rausrotieren, ist im Endeffekt nicht schlimm, dann tust du einen individuell starken Charakter rein rausrotieren. Manchmal ist halt einfach so, zum Beispiel bei Transformation Boo. Der hat einen geilen Kartoffel-Leader, Transformation Boost, aber der als Karte passt so nicht in seine Setups, es sei denn, man dreht das ein bisschen um ihn herum. Aber wenn man da die Transformation-Charaktere rein in Pro-Liguator und so, dann passt er nicht rein. Natürlich musst du den rein und rausholen und selbst wenn er in die Rotation reinkommt, bringt er kaum was. Aber bei Vegeta ist es nicht so. Den kannst du rein rausrotieren, den kannst du in Rotation lassen, beziehungsweise lässt du ihn in Rotation. Auf jeden Fall kannst du das machen. Allerdings nämlich mit sehr, sehr vielen gut aus seinem Niederskill, Freunde. Dementsprechend so viel zum Dokken-Event. Das war ja eigentlich zum Dokken-Event von dem neuen Vegeta. Jetzt habe ich mehr oder weniger von den neuen Charakteren geschwärmt. Ich hoffe, das hat dennoch gepasst. Wenn ja, könnt ihr den ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be